Ich bin ein Millionär. I have a dream that one day... Wollen wir den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und bei uns läuft es auch dieses Mal wie immer so ab, dass Viktor eine Geschichte vorbereitet hat und ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Deswegen werden wir mein Vorwissen gleich ein bisschen auf die Probe stellen mit ein paar kniffligen Fragen und die sind natürlich auch zum Mitraten für alle, die uns zuhören. Und bevor wir dazu kommen, worauf ich mich sehr freue, wovon ich keine Ahnung habe, haben wir eine ganz typische Frage, Viktor, nämlich was trinken wir beide oder was trinkst du zur heutigen Folge? Ich trinke heute einen Tee, einen Ingwer-Tee ist es, glaube ich, was ich hier habe. Genau, für den Vormittag. Und David, dieses Mal sehe ich ja gar nicht dein Getränk. Nehme aber an, dass es was ganz Ähnliches ist, denn vielleicht haben es einige auch schon gehört, du bist nicht ganz fit, richtig? Ja, bei mir gibt es einen Salbei-Tee, weil genau ich erkältet bin und zwar nicht irgendwie, sondern leider mal wieder mit Corona. Das heißt, wir müssen leider getrennt aufnehmen, genau, können uns nicht sehen. Und das heißt leider auch, dass wir die ganzen coolen Getränkewünsche oder Vorschläge, die wir bekommen haben, von euch dieses Mal nicht umsetzen können, sondern einfach nur Tee trinken. Aber fürs nächste Mal bin ich hoffentlich topfit und dann werden wir das alles auch umsetzen und dann sehen wir uns auch wieder. Genau. Ja, so ist es. Und genau deshalb erzähle auch ich heute die Geschichte. Stimmt, ja. Wir haben den Spieß ein bisschen umgedreht und wenn es dir dann für die nächste Folge wieder besser geht, hoffentlich, David, dann darfst du ja zweimal eine Folge übernehmen. Genau, das haben wir gut gelöst und dann vielen Dank an dich, Viktor, dass du eingesprungen bist. Und dann würde ich sagen, übergebe ich dir auch das Wort und bin gespannt, was du für uns vorbereitet hast. Ja, ich starte mit den Fragen direkt und dann kommen wir zu unserer Geschichte mit einem kleinen Einstieg. Und die erste Frage, David, an dich ist, welche Tiere waren bei der Antarktis-Expedition Belgica dabei? Waren es zwei Katzen namens Nansen und Sverdrup? Waren es drei Ratten namens Freddy, Jördis und Alva? Oder gab es vier Hamster, die Siri, Nora oder Lücke hießen? Also ich persönlich hätte Katzen mitgenommen, weil die vielleicht am nützlichsten sind. Man weiß natürlich nicht, wer es die Leute für Haustiere dabei hatten. Aber auch so eine Expedition, die vielleicht mit einem Schiff durchgeführt wird, würde ich am ehesten auf solche Schiffskatzen tippen. Wir schauen mal, ob du da recht haben wirst und kommen jetzt zur zweiten Frage. Wie behandelte der amerikanische Arzt Dr. Cook die Krankheit, die er als Polaranämie bezeichnete? Er ließ die Betroffenen mit Haustieren spielen. Das ist die erste Antwortmöglichkeit. Die zweite ist, die Betroffenen sollten gemeinsam singen und musizieren und dabei die Augen schließen. Oder drittens, die Betroffenen sollten sich nackt vor einem brennenden Holz- oder Kohlenfeuer stellen und auf das helle Licht starren. Ich glaube, ich kenne die Antwort, weil mir diese Geschichte ein bisschen bekannt vorkommt. Ich glaube, die habe ich in den hunderten Einträgen unserer Themenlisten schon mal gefunden. Stimmt. Und ich meine mich zu erinnern, dass es Antwort C war, dass sie in dieses helle Licht gestarrt haben. Okay. Glaube ich. Ja, darauf tippe ich mal. Ja, und dann kommen wir zur letzten Frage. Wie konnten die Besatzungsmitglieder der Belgica sich aus dem Packeis befreien? Ging das mit Hilfe eines Notfunks, woraufhin ein Eisbrecher geschickt wurde? Also haben sie Notfunk abgesetzt. Oder war es B mit einem Sprengstoff, und zwar einem Sprengstoff Tonit und dann einem eigenhändig gesägten Kanal? Oder konnten sie sich gar nicht aus dem Packeis befreien und kamen nur mit Hundeschlitten? Ah, das ist eine gute Frage. Da kann ich mich nicht dran erinnern, ob ich das gelesen habe. Ich sag mal, sie haben die Züge selbst in die Hand genommen und haben sich den Weg freigesprengt. Ja, das kann natürlich gut sein. Und wir schauen uns das jetzt in der Geschichte an, wie du so abgeschnitten hast. Ja, gerne. Im Jahr 1926 saß im US-amerikanischen Bundesgefängnis Leavenworth in Kansas ein Häftling, der die Nummer 23118 trug, also 23118. Dieser Mann war etwa 60 Jahre alt und war wegen eines Betrugs mit Aktien einer Erdölgesellschaft zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil, diese Strafe war verhältnismäßig streng. Und das lag nicht zuletzt auch am Ruf des Häftlings. Denn es handelte sich um einen Arzt und Polarforscher, der behauptet hatte, dass er im Jahr 1908 als erster den Nordpol erreicht hatte.
Und seitdem bekannt war, dass das alles eine Lüge gewesen war, ein Schwindel, war er von der Presse zerrissen worden. Der Name dieses Häftlings ist Dr. Frederick Cook. Und am 20. Januar 1926 war er wieder einmal dabei, die Aufgaben des Gefängnisarztes zu übernehmen und seiner 16-Stunden-Schicht nachzukommen. Also er hat quasi dann die Aufgaben des Arztes immer wieder übernommen, weil sie einfach nicht so viele Ärzte im Gefängnis hatten. Ja. Und an diesem Tag wird er dann von dem Gefängniswärter informiert, dass er Besuch hat. Das ist eigenartig, denn Cook hat seine Familie und Freunde wissen lassen, dass er sich weigert, sie zu sehen, solange er im Gefängnis sitzt. Doch bei dem Besucher handelt es sich nicht um irgendjemand, sondern um einen Mann, der ihn an seine einzige Zeit als glorreichen Polarforscher erinnerte. Mit ihm hatte er nämlich eine atemberaubende und qualvolle Expedition zur Antarktis unternommen und mit ihm hatte er die tödlichen Gefahren im Packeis überstanden. Deshalb war es wahrscheinlich der einzige Mensch, den Cook dann doch als Besucher akzeptierte. Und dieser Besucher war ein 53-jähriger Norweger, den wir alle kennen. Ach. Und ja, David, der vielleicht wie heißt? Ja, Roald Amundsen. Ja, genau. Der Eroberer des Südpols, wie wir beide ja schon sehr genau wissen, vor allem du. Ja. Und dieser Amundsen war der ehemalige Lehrjunge dieses Dr. Cooks. Und Amundsen hatte alles, was er zur Polarforschung wusste oder vieles davon, von ihm gelernt, von diesem Dr. Cook. Und war damit zum wahrscheinlich bedeutendsten Entdecker seiner Zeit aufgestiegen. Amundsen war aber inzwischen selbst ziemlich verbittert und fast paranoid gewesen. Er hatte auch nicht mehr sehr viele Freunde und er wollte jetzt seinem alten Weggefährten Trost spenden. Dass die beiden sich gesehen haben, ist auch inzwischen über 15 Jahre her. Cook sagte später zu dem Moment, als er Roald sah, dass er es im ersten Moment als furchtbar empfand, zu sehen, wie er als Verurteilter sein Leben fristen musste, während Amundsen im Zenit seines Ruhmes stand. Aber schon bald hatte die alte Herzlichkeit alle Hemmnisse überwunden und ja, die beiden fühlten sich wieder wie Brüder, gaben sich die Hände und ließen sie für eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr los. Und dann begannen die beiden sich über diese ereignisreiche und dramatische Expedition zu unterhalten, die die beiden knapp 30 Jahre vorher unter einem belgischen Kapitän erlebt und mitgemacht hatten. Und so wie die beiden sich vielleicht darüber unterhielten, werden auch wir uns jetzt darüber unterhalten, David, würde ich sagen. Ach so, das war also jetzt ein kleiner Trick, weil ich dachte die ganze Zeit, wir sind schon im richtigen Jahr, aber wir springen jetzt wieder 30 Jahre zurück. Ja, genau. Wir schauen jetzt quasi zurück. Also der Einstieg spielt nicht vorher, sondern eigentlich nach der Geschichte. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, und als erstes müssen wir aber trotzdem noch einen weiteren Schritt zurück und uns anschauen, warum es gerade die Belgier sind, die als erstes die Expedition zur Eroberung der Antarktis in Schwung bringen oder wagen. Und David, was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir natürlich, wie immer, den historischen Kontext. So ist es. Und wie bei so vielen anderen europäischen Entdeckungs- und Forschungsreisen des 18. und 19. Jahrhunderts hat auch hier wieder die Royal Geographical Society ihre Finger im Spiel. Natürlich. Ich glaube, die hören wir jetzt, den Namen haben wir schon zum sechsten Mal. Ne? Ja, die sind einfach überall dabei, wenn es um Entdeckungsreisen geht, die von Europäerinnen und Europäern durchgeführt werden. Und im Jahr 1893 hält vor den wichtigsten Männern dieses Gremiums ein britischer Ozeanograph eine Rede, die ziemlich für Aufruhr sorgt. Er fordert nämlich Expedition in die Antarktis, um den letzten weißen Fleck auf der Weltkarte zu erkunden. Die Küsten sollen richtig kartografiert werden oder kartiert werden und das einzigartige Ökosystem soll untersucht werden. Denn seit Anfang des Jahrhunderts war nur wenig über diesen siebten Kontinent Antarktika bekannt. Nicht einmal, ob es sich dabei wirklich um eine feste Landmasse handelte. Also das wurde seit Anfang des 19. Jahrhunderts stark vermutet, war aber eben noch nicht ganz klar. Zumindest nicht bewiesen. Die Debatte, ob und mit welchem Ziel eine Expedition in die Antarktis zu entsenden war, war also entfacht und fand dann ihren Höhepunkt auf dem 6. Internationalen Geographischen Kongress. Dort wurde dann eine entscheidende Resolution verabschiedet, die die Erkundung der Antarktis zur höchsten Priorität machte. Es heißt darin, Vorsicht, jetzt spreche ich Englisch, The exploration of the Antarctic regions is the greatest piece of geographical exploration still to be undertaken. Und damit forderte die Wissenschaft die Welt im Prinzip dazu auf, Expeditionen in die Antarktik auf den Weg zu bringen. Denn das bisherige Wissen zur Antarktis stammte größtenteils von Wal- und Robbenfängern, die sich Anfang des Jahrhunderts in diese Gefilde ja eher verirrt hatten, als da wirklich versucht haben, Untersuchungen vorzunehmen. Und 1821 setzte vermutlich der erste Mensch dann einen Fuß auf eine antarktische Eisscholle.
denn die Antarktis war von Menschen unbewohnt. Weltkarten aus der frühen Neuzeit lassen aber auch die Vermutung zu, dass es vielleicht schon vorher jemand gegeben hat, der es dorthin geschafft hat. Allerdings haben wir dafür keine Beweise. Nachdem 1831 der antarktische Magnetpol lokalisiert worden war, gab es erste Versuche, diesen zu erreichen. Auch wenn dieser anders als der geografische Südpol immer in Bewegung ist. Nicht zuletzt schickte man auch die nicht ganz unbekannten frühen Eisbrecher und Kriegs- und Forschungsschiffe HMS Erebus und HMS Terror in das südlichste Gewässer, bevor sie dann bei der Suche nach der Nordwestpassage auf der anderen Seite der Erdkugel tragisch verloren gingen. Vielleicht machen wir dazu ja auch mal eine Geschichte. Das wäre eine gute Idee. Ja. Aber diese ersten vorsichtigen Versuche sind nicht erfolgreich. Also man schafft es nicht, diesen Punkt zu erreichen. Und deshalb bleibt die Antarktis weiterhin einer der letzten weißen Flecken auf der Welt. Einen, den das zu faszinieren scheint, ist der Belgier Adrien de Gerlach. Als Kind wollte er, anders als die meisten seiner männlichen Familienangehörigen und Vorfahren, nicht zum Militär. Denn er war eher pazifistisch angelegt und träumte deshalb schon früh von einem Leben auf hoher See. Das Problem war allerdings, dass das junge belgische Königreich nur über eine unbedeutende Handelsmarine verfügte und keine richtige Kriegsflotte hatte. Mhm. Das ist natürlich schlecht. Adrien baute deshalb erstmal seine eigenen Schiffe, also Modellschiffe, die er voller Stolz dann in Bechern in seiner Nachbarschaft im belgischen Hasselt zu Wasser ließ. Doch so ganz glücklich wurde er damit dann doch nicht, vor allem je älter er wurde. Und als er dann endlich alt genug war, schrieb er sich an der Universität in Brüssel ein, wo er dann studierte, um Ingenieur zu werden. Im Sommer heuert er dann regelmäßig auf Überseedampfern an, die von Antwerpen aus bis nach New York oder Philadelphia dampften, könnte man sagen. Mhm. Das war also quasi so sein Semesterferienjob. Nicht schlecht, ja. Oder? Ja. Würde ich auch machen, wenn ich so entsprechend veranlagt wäre, bin ich aber nicht. Ja, und vielleicht auch ein bisschen näher am Meer wohne. Ja, das wäre auch ein Vorteil. Ja, also so hat er sich das Ganze dann auch mitfinanziert, wobei er kam schon auch aus einem sehr guten Haus und einer sehr renommierten Familie. Also die Gerlachs waren keine ganz Unbekannten. Unter dem Druck der Eltern schließt der junge Adrien sich dann im Alter von etwa 20 Jahren doch der Marine an, also dem Militär im Prinzip, wo seine Lehrer dann schnell seine Leidenschaft für die Seefahrt und seine exzellente Beurteilung von Wind und Strömungen erkennen. Es ist also vielleicht nicht ganz überraschend, dass er wenige Jahre später Oberleutnant ist und schließlich im Alter von gerade mal 23 Jahren erstmals den König Belgiens trifft, Leopold II. Der Monarch hat nämlich auch von dem jungen aufstrebenden Leutnant gehört und möchte ihn jetzt für seine privaten Projekte im Kongo engagieren. Im Kongo hatte der belgische König unter äußerst grausamen Umständen eine Kolonie errichtet und war jetzt auf der Suche nach einem Seefahrer, der für ihn das afrikanische Binnengewässer erforschte. Doch das war nichts für de Gerlach, der also ablehnte, auf die Gefahr hin, den König zu verärgern. Er hatte sich sowieso längst ein ganz anderes Ziel in den Kopf gesetzt, die Antarktis. Dieser letzte weiße Fleck auf der Landkarte, der bisher größtenteils nur von Walfängern und Robbenjägern gesichtet worden war, ja, da wollte er unbedingt hin. Und bei seinem Interesse für die Antarktis ist er natürlich nicht alleine. Spätestens seitdem auch die RGS, ja, die Royal Geographical Society, dahinter ist, eben diesen Landteil zu erforschen. Er muss sich also ja beeilen, damit er der Erste ist, der die Antarktis ausführlich erforscht. Deshalb macht er dann auf sein Projekt aufmerksam. Am 9. Januar 1895 stellt er mit seinen 28 Jahren der graubärtigen Wissenschaftselite Belgiens, der Königlichen Belgischen Geographischen Gesellschaft in Brüssel, seine Pläne vor. Im Frühsommer möchte er mit Ozeanographen, Geologen und Botanikern die Antarktis erreichen, um dann erst den Norden des Kontinents und dann im Spätsommer den Süden des Kontinents zu untersuchen. Und das Ganze soll gelingen, bevor das Packeis den Kontinent verschlingt oder umschlingt sozusagen. Mhm. Danach sollen sie dann Kurs auf Australien nehmen und dort überwintern, bevor sie dann im darauffolgenden Sommer wieder zurückkehren. Wichtig ist vielleicht an dieser Stelle noch zu sagen, dass der Frühsommer an der Antarktis ungefähr im Oktober oder November beginnt, weil wir uns ja auf der Südhalbkugel befinden. Ja, stimmt. Und ja, man kann es eigentlich nicht oft genug betonen. Wichtig war einfach, dass ihr Schiff sich auf keinen Fall jetzt in diesem Packeis verfing. Denn noch nie hatte ein Mensch einen arktischen oder antarktischen Winter überlebt. Und ja, die Geschichten um die Franklin-Expedition waren auch damals nur zu gut bekannt. Denn die hatte ja vorher stattgefunden. Ja.
Als de Gerlach seine Rede beendet hat, sind die Leute im Auditorium begeistert. Sie applaudieren minutenlang und sind überrascht, wie unerschrocken und tatkräftig dieser de Gerlach zu sein scheint. Jetzt gibt es aber nur noch das Problem der Finanzierung. Und das ist ja eigentlich auch nichts Neues für so ein Forschungsprojekt. Also so Forschungsprojekte, die ringen ja eigentlich bis heute immer wieder um ihre Gelder. Und so war es damals auch natürlich jetzt bei so einer Expedition nochmal in einem anderen Ausmaß vielleicht. Um jetzt an die Gelder zu kommen, rührt der junge Expeditionsleiter gemeinsam mit der Geographischen Gesellschaft die Werbetrommel und startet eine Spendenkampagne. Und tatsächlich gelingt es ihm bei seinen Kampagnen auf Konzerten, Vorträgen, Radrennen oder Flügen mit dem Heißluftballon so viel Werbung zu machen, dass ihm bald die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Vor allem, als das Parlament dann seine Unternehmung noch ein bisschen zuschießt. Ah. Mit knapp 300.000 belgischen Francs, das sind heute etwa 1,5 Millionen Euro, hat er dann genug Geld zusammen, um unter anderem sein wichtigstes Werkzeug zu kaufen, ein Schiff. Dieses Schiff findet er dann im Sommer 1896 in Norwegen, denn, wie gesagt, die belgische Flotte sieht ziemlich mau aus. Ja, und sein wichtigstes Forschungsinstrument wird dann das ausgediente Robbenfängerschiff, die ehemalige Patria. Ein 34 Meter langes Dampfschiff mit 3 Segelmasten und einer Leistung von 150 PS. Mit diesem Schiff soll es möglich sein, eben dann auch dem Packeis der Antarktis zu trotzen. Das vermutet de Gerlach. Da er es den Norwegern abkauft, darf er es dann auch umbenennen und so heißt es dann kurz darauf die Belgica. Das ist jetzt nicht unglaublich kreativ, aber damit wollte er wahrscheinlich seine Verbundenheit zu Belgien und seinen belgischen Förderern zeigen. Schlau. Wir hatten das ja auch schon mal bei einem Luftschiff. Ich glaube, das war Umberto Nobile. Der hat das ja auch Italia genannt. Also es war durchaus nicht unüblich, das eben ja nach dem Land Namen zu bezeichnen. Ja, das heißt, wenn wir mit unserem Podcast ein Schiff kaufen, ist auch klar, wie wir es nennen. Ne? Mit der His2Go dann. Ach so, His2Go. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du vielleicht noch Freiburg oder so meinst. Also auch diesen regionalen Bezug. Ach so, aber wir können es auch auf David taufen. Das wäre auch okay. Wieso David? Das würde ich auch akzeptieren. Oh, das wäre doch schön. Das wäre passend. Nicht. Schade. Ja. Diese ganzen Vorbereitungen, eben auch das Schiff zu kaufen und auch sonst sich um andere Dinge zu kümmern, die dauern jetzt länger als erwartet. Und das ganze Unterfangen verschiebt sich jetzt um ein Jahr. Und jetzt haben wir das Schiff, David. Was brauchen wir jetzt noch so, um dann losfahren zu können? Was meinst du? Ja, also das Wichtigste ist natürlich die Crew. Und dann so die Instrumente, die man braucht, um da Forschungen durchzuführen und natürlich Proviantversorgung. Ja, ganz wichtig, genau. Wir schauen uns jetzt erstmal die Crew an. Du hast nämlich vollkommen recht, ein Schiff ohne Crew schafft es auch nicht besonders weit. Und er versucht jetzt eben eine geeignete Crew zusammenzustellen. Und dieses Unterfangen hat es in sich, denn eigentlich verlangt das Parlament von ihm hauptsächlich Belgier mitzunehmen. Aber das war eigentlich nicht so leicht möglich, denn es gab kaum Belgier, die wirklich Erfahrungen in der Expeditionsseefahrt hatten, so nenne ich es mal. Also musste er sich wohl oder übel auch Nicht-Belgier suchen und was meinst du, David, wer waren da vielleicht die Cracks, so 1896, 97? Hast du da vielleicht eine Idee? Wir bleiben jetzt mal auf dem europäischen Kontinent. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Leute aus Norwegen dabei sind, ist relativ hoch. Ja, ja. Und wir haben aber auch gehört, dass die Briten an sich ja auch ihre Finger im Spiel hatten. Also auch das wäre denkbar. Ja. Ja, aber du hast genau mit der ersten Antwort eigentlich schon ins Schwarze getroffen. Also es sind vor allem die Norweger, die jetzt hier stark angeheuert werden. Und neben den 13 Belgiern nimmt er jetzt noch zunächst 6 Norweger mit an Bord. Und es kommen dann auch noch 2 polnische und ein rumänischer Wissenschaftler mit. Okay. Ende Juli erhält er dann auch noch ein Bewerbungsschreiben eines jungen Norwegers namens Amundsen. Darin heißt es, ich bin 24 Jahre alt, verfüge über einen Abschluss an der Mittelschule, das Abitur sowie ein Zeugnis der Seefahrtsschule. Außerdem möchte ich hinzufügen, dass ich Erfahrung im Skifahren habe und schon mehrere anspruchsvolle Skitouren im Hochgebirge unternommen habe. Stark. Was man damals mit 24 Jahren halt so machen konnte. Zack, ist mal auf einer Expedition in die Antarktis. Ja, man kann es ja mal probieren. Ich habe es jetzt ein bisschen gekürzt. Also dieses Bewerbungsschreiben war schon ein bisschen länger. Deshalb auch meine Empfehlung an alle Leute, die Bewerbungsschreiben oder Motivationsschreiben verfassen. Macht das nicht ganz so kurz. Ja. Aber sonst schafft ihr es nicht in die Arktis. Oder Antarktis. Unter anderem, ja. Aber der Gerlach war ziemlich überzeugt von diesem Bewerbungsschreiben, das wie gesagt ein bisschen länger war.
denn er brauchte noch unbedingt einen Skifahrer. Denn Skifahren konnte damals noch kaum jemand. Wenn dann überhaupt, waren es einzelne Skandinavier, so wie Amundsen. Das ist gut, dass du es sagst, weil ich dachte gerade so, also aus heutiger Sicht, dass er da Skifahren reinschreibt, ist jetzt irgendwie nicht so überzeugend. Das ist wie wenn wir in unsere Bewerbung schreiben, gute Kenntnisse bei Word, PowerPoint und Excel. Ich dachte, Skifahren kann ja jeder, aber okay, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, es ist eine viel größere Nummer, weil es einfach viel seltener ist zu dieser Zeit. Er hat jetzt also seine Crew zusammen und die insgesamt 23 Männer können jetzt aufbrechen. Also es ist jetzt gar keine so große Crew, so eine kleinere. Und sie waren aber nicht die einzigen Lebewesen an Bord. Es gab noch ein paar andere Tiere und es waren an der Zahl 2. Aha. Und damit weißt du ja schon, dass du die richtige Antwort gegeben hast. Natürlich. Es waren cool. Zwei Katzen, die Nansen und Sverdrup hießen. Und was war die Aufgabe dieser Katzen? Also ich habe jetzt dazu nichts konkret gelesen. Ich habe diesen Fakt einfach mit reingenommen. Aber ich würde vermuten, dass es wie bei anderen Fahrten so ist, dass sie unter anderem sie vor einem vielleicht Rattenbefall bewahren sollten. Wobei das mit zwei Katzen auch schwierig war. Und die Katzen natürlich auch, wenn es mal schwierige Zeiten geben sollte, vielleicht auch aufheitern können. Ah, okay, ich dachte, du sagst jetzt was ganz anderes, dass sie die essen, wenn schwierige Zeiten kommen. Gott sei Dank. Aber ja, genau das dachte ich auch. Also einmal gegen Schädlinge und es ist ja ein kleines Schiff, vielleicht reichen da zwei Katzen. Und das ist auch die typische Schiffskatzenaufgabe eigentlich in der Geschichte. Hatten wir ja mal eine ganz kleine Mini-Geschichte zu so einer Schiffskatze. Ja, genau, stimmt. Und genau, ich glaube auch, also so als Aufheiterung, als Gesellschaft und hoffentlich nicht umgegessen zu werden. Als Snack. Ja, ich kann schon vorwegnehmen, dass sie nicht als Snack dienen werden. Gott sei Dank. Ja. Und als die Vorfreude bereits riesig groß ist, also dass man jetzt endlich losfahren kann, musste Gerlach im August 1897 zwei Tage vor der Abreise eine Hiobsbotschaft hinnehmen, denn sein Schiffsarzt sagt ab, weil er jetzt von seiner erkrankten Schwester gebraucht wird, also dieser Arzt. Ja. Und ohne Schiffsarzt in die Antarktis zu reisen, das hat eigentlich auch was von Selbstmordkommando. Die Frage ist aber, was soll er tun? Er versucht jetzt verzweifelt noch einen belgischen Schiffsarzt zu finden, aber diese Versuche scheitern. Belgisch soll er sein, weil die Presse sich inzwischen darüber echauffiert, dass so viele Ausländer an dieser Expedition teilnehmen. Also wollte er es vermeiden, eben jetzt einen weiteren anzuheuern. Aber es gab mehrere Bewerbungen aus dem Ausland und eine davon hatte er kurz vor seiner Abfahrt in seiner Hand. Darauf stand, auf diesem Telegramm, kann mich in Montevideo ihrer Expedition anschließen. Werde mich beteiligen. Bringe Arktisausrüstung, auch einige Schlittenhunde. Übernehme Antwortgebühr. Unterzeichnet von Dr. Cook. Oh. Also, doch noch ein Ausländer? Naja, jetzt geht's erstmal ohne Schiffsarzt los, dachte er sich, und zwar am 16. August 1897. Gegen 10 Uhr morgens begaben sich die 23 Männer auf ihr Schiff, das an der Mündung der Schelde in Antwerpen vor Anker lag. Um sie herum jubelten ihnen 20.000 Menschen zu und schwenkten ihre Fahnen. Die Expeditionsteilnehmer wurden gefeiert und ihr Leiter platzte wahrscheinlich vor Stolz. Gleichzeitig wusste er aber auch, dass er liefern musste. Denn er wollte die belgische Bevölkerung und vor allem seine Finanziers ja auch nicht enttäuschen. Wenn man jetzt rückblickend die Frage beantworten möchte, weshalb es gerade die Belgier waren, die als erstes dem Aufruf des Geographischen Kongresses gefolgt sind, dann muss man darauf antworten, dass es eigentlich nur de Gerlach oder de Gerlach und seinem eisernen Willen zu verdanken ist. Und ja, das war ja so ein bisschen die Frage, die wir vor dem historischen Kontext aufgeworfen hatten. Und das ist im Prinzip die Antwort darauf. Dann am 16. August 1897 lief die Belgica dann unter dem Jubel der belgischen Bevölkerung aus. Das Ziel war klar, die Aufgabe auch. Die Expeditionsteilnehmer sollten die unerforschten Küsten der Antarktis kartieren und Erkenntnisse über die Fauna, Flora und Geologie gewinnen. Diese Erkenntnisse sollten sie dann mit der Welt teilen. Doch dafür ist vor allem eine Sache notwendig, damit man solche Erkenntnisse teilen kann. David, was könnte das sein? Um sie zu teilen, also zunächst mal sollten sie überleben. Ja, genau. Und achso, das meintest du, okay. Ja, genau. Was natürlich witzig klingt, aber gar nicht so selbstverständlich ist, wie wir schon anderen Expeditionen ja schon gehört haben. Richtig. Und zum Überleben braucht man natürlich auch vor allem was zu essen und deshalb hatten sie auch ordentlich Proviant an Bord. Also beispielsweise 300 Kisten mit Brot,
1400 Pfund Fleisch, 400 Dosen Suppe, 80 Pfund Tee und Kaffee. Und dann gab es noch Zucker, Schokolade, 400 Dosen Milch, Haferflocken, Reis, Gerste, 25 Fässer Salzheringe und 20 Kisten Sardinen. Also? Das klingt gut. Die Frage ist, ob sie auch Vitamine dabei hatten. Also irgendwelche ja Vitamin C-haltigen Obst, Gemüse, Vorräte, um sich zum Beispiel gegen Skorbut zu schützen. Ja, also es kann gut sein, dass sie das auch dabei hatten. Ich habe das jetzt in meiner Literatur nicht gefunden oder vielleicht auch überlesen, aber genau, wie du es gesagt hast, zu der Zeit wäre es eigentlich schon auch sinnvoll, das dann zu machen, weil man ja eigentlich schon von den vorherigen Expeditionen weiß, dass man ohne Vitamine Probleme mit solchen Krankheiten bekommen kann. Genau, aber ich denke auch, also jedenfalls die Vitamine eben, die das auslösen oder die man früher eben nicht dabei hatte, also durch Zitrusfrüchte oder Sauerkraut. Aber ich nehme an, dass das mittlerweile so weit bekannt ist, dass sie das eigentlich dabei gehabt haben müssen. Mittlerweile wusste man das eigentlich. Ja. In jedem Fall, also nur wenige Momente, nachdem sie das offene Meer erreicht hatten, tritt ziemlich schnell Ernüchterung ein. Nicht wegen dem Essen, sondern weil der Kondensator der Dampfmaschine nicht mehr funktioniert. Ah. Und deshalb geht es wieder schnurstracks zurück an die belgische Küste. In Ostend, etwas weiter an der Nordseeküste entlang, werden dann die Reparaturen vorgenommen. Aber die Ankunft dort ist natürlich ziemlich peinlich, vor allem nach diesem pompösen Abschied. Ja. Immerhin hat Gerlach jetzt noch mal kurz Zeit, sich die Bewerbung für den Posten als Schiffsarzt anzuschauen, bis ihm eine ins Auge sticht. 5780 Kilometer weiter westlich strampelt ein Fahrradkurier drei Tage später in die Bushwick Avenue Nummer 687. Er ist auf dem Weg zu einem berühmten Arzt, der sich bereits einen Namen als Entdecker gemacht hat. Denn er hatte Jahre zuvor einem polarähnlichen Winter in Grönland getrotzt. Und bei diesem Arzt handelt es sich natürlich um Dr. Cook, ein deutschstämmiger Amerikaner, dessen Vorfahren früher vielleicht welchen Namen getragen haben. Was meinst du damit? Koch. Ja, okay, das war jetzt keine so schwierige Frage. Genau, ja, der hieß früher Koch oder die Vorfahren des Dr. Cooks hießen früher die Kochs. Und er hatte selbst versucht, eine Expedition zur Antarktis aufzustellen, vor allem nachdem der 6. Internationale Geographische Kongress 1895 zur Erforschung dieses Erdflecks aufgerufen hatte, aber er hat es einfach nicht geschafft. Als er am 6. August 1897 die New Yorker Zeitung The Sun aufschlägt und liest, dass in Belgien eine Antarktis-Expedition startet, ist er deshalb wahrscheinlich auch ziemlich wehmütig. Aber er gibt sich auch kämpferisch und verschickt noch am selben Tag ein Telegramm, um sich für einen Posten als Schiffsarzt zu bewerben. Wer weiß, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Aber es kam, wie es kommen musste. Wenige Tage später hatte er de Gerlachs Absage in der Hand. Sie haben schon einen Arzt. Und obwohl er es erwartet hatte, war die Enttäuschung natürlich groß. Auch noch, als am Abend des 19. August ein aufgeregter Fahrradkurier von der Western Union an seiner Tür klopft und ihm ein Telegramm übergibt. Und in diesem Telegramm heißt es: Pouvez rejoindre Montevideo, mais n'hivernerai pas. De Gerlach. Ah, ja. Französisch, ne? Richtig. Und weißt du, was da drin steht oder was das heißt? J'ai aucune idée. Ja. Ich weiß genau, und Cook auch nicht. Weiß überhaupt nicht, was er mit der Nachricht anfangen soll, denn er versteht kein Wort Französisch. Und deshalb ließ er sich die Nachricht von einem Freund übersetzen, der ihm sagte, dass da steht: Dazustoßen in Montevideo möglich, werden aber nicht überwintern. Mhm. Und um 2 Uhr nachts antwortet Cook dann begeistert, dass er dabei ist. Und treffen sollen sie sich aber dann in Rio. In Ostend ist man am 23. August endlich abfahrbereit. So, jetzt geht's also endlich los, schreibt dann auch der Kommandant des Schiffs in einem Brief. Und wie es losgeht, könnte man sagen, denn die Fahrt ist nur wenige Stunden bzw. Tage alt. Da machen viele der Crewmitglieder ihre ersten Erfahrungen mit einer sehr rauen See. Denn viele von ihnen sind ja sehr unerfahren. Bevor man überhaupt in der Antarktis forschen kann, muss man nämlich erstmal dahin kommen und dafür müssen die 23 Männer die berüchtigten Stürme von Biscaya vor der Küste Frankreichs überstehen. Das gelingt zwar, aber die Folge davon ist, dass etliche Männer daraufhin an der Seekrankheit leiden. Einer der Matrosen beschreibt das sehr anschaulich in seinem Tagebuch. Er schreibt: Der Kapitän steht auf der Kommandobrücke, steuert und speit. Die Wissenschaftler liegen auf der Luke und speien.
Die Mechaniker sitzen im Maschinenraum und speien und die Jungs von der Deckmannschaft speien vom Oberdeck herunter. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Also man will sich nicht ausmalen, wie es dort ausgesehen hat und vor allem, wie es dort gerochen hat. Nee, lieber nicht. Auf jeden Fall sind es nicht die besten Vorzeichen für ein doch gefährliches Abenteuer. Und ja, die ganze Hinreise wird eigentlich schon zu einer richtigen Herausforderung. Von Anfang an fällt es nämlich de Gerlach schwer, die Mannschaft so richtig zusammenzuhalten und sie richtig anzuleiten. Sein Führungsstil wird auch als sehr locker beschrieben und allgemein ist der Belgier eher zurückhaltend und sensibel. Seine Stärken sind eher sein Intellekt. Es kommt deshalb regelmäßig zu Streitigkeiten, Beleidigungen oder sogar Handgreiflichkeiten. Vor allem vier Belgier tun sich ja schwer damit, dass sie den engen Raum im Inneren des Schiffs mit Norwegern oder Polen und Rumänen teilen müssen. De Gerlachs Kommandant Georges Lecointe und der Offizier Amundsen müssen immer wieder schlichtend eingreifen. Dass Amundsen der größte und stärkste Mann an Bord ist, ist natürlich hilfreich, aber das Ganze geht auf lange Zeit nicht gut. Denn diese vier Belgier scheinen sich einfach nicht an die so wichtige Hierarchie halten zu wollen. Und der Kapitän greift auch einfach nicht richtig durch. Auch wenn ihm rechtlich teilweise die Hände gebunden sind, da es offiziell kein Schiff der Marine ist und damit das Kriegsrecht hier nicht gilt. Als die Belgica am 22. Oktober in die Guanabara-Bucht von Rio de Janeiro segelt, sind diese handfesten Probleme für einen Moment vergessen. Die Crew steht bald ganz unter dem Charme des Neuankömmlings, dem Schiffarzt Dr. Cook. Er kommt mit seinem Pelzmantel und seiner Art wie ein waschechter Yankee rüber, schreiben auch einige in ihre Tagebücher. Doch bald kommen die Konflikte wieder ans Tageslicht und das Ganze befördert auch durch stark zunehmenden Alkoholkonsum. Am 10. Dezember legt das Schiff dann nochmal bei der Magellanstraße an, um Kohle aufzuladen, also noch weiter südlich als Rio. Die aufmüpfigen Belgier sehen jetzt ihre Chance gekommen, gegen den Kapitän vorzugehen, der dieses multikulturelle Treiben an Deck toleriert, aus ihrer Sicht. Sie hatten bereits in Rio ein Besatzungsmitglied rausgemobbt und jetzt war es an der Zeit, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen. Aber der Aufstand, die Meuterei, kann man auch sagen, scheitert. Sie alle müssen am 10. Dezember bei Punta Arenas an der Magellanstraße das Schiff verlassen und nach Hause zurückkehren. Jetzt waren sie mit dem in Rio hinzugewonnenen Arzt nur noch zu 19. Dafür aber war niemand mehr dabei, der unzufrieden mit der Zusammensetzung war. Von jetzt an war wieder so etwas wie Zusammenhalt spürbar. Vorerst. Am 14. Januar des Jahres 1897 kamen sie damals am südlichsten bewohnten Ort der Erde vorbei, an der Gefängnisinsel Isla de los Estados. Dort sollten sie für einen sehr langen Zeitraum zum letzten Mal Menschen sehen. Denn von da aus nehmen sie jetzt Kurs auf die Antarktis. Erst wollten sie die Nordwestseite Graham Land und dann die Südseite Victoria Land erkunden. Aber vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, David, die Zeit ist schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Ja, und das ist meistens schlecht bei Expeditionen, die vom Wetter abhängig sind, ne? Ja, so ist es. Und jetzt kommen sie endlich auch an den ersten Eisbergen vorbei und da packt Dr. Cook begeistert sein Fotoapparat aus. Während er seine Bilder schießt, nehmen die polnischen und rumänischen Wissenschaftler Wasserproben, messen die Wassertiefe und kartieren die ersten kleineren Inseln, die sie als solche versuchen auszumachen. Aber je südlicher sie segeln, desto stürmischer wird die See. Denn hier treffen ja die gewaltigen Ozeane, der Atlantik und der Pazifik aufeinander. Am 22. Januar gerät das Schiff dann in einen fürchterlichen Sturm. Zum Problem wird dabei, dass das Wasser auf dem Deck bald kniehoch steht, weil es einfach nicht abfließen kann. Die Rückschlagkappe, das Speigat, ist nämlich von losen Kohlebrocken verstopft. Karl August Winke, ein norwegischer Matrose, versucht dann die Crew zu retten. Er legt sich bäuchlings auf die Reling, um das Speigat zu befreien. Doch es gelingt ihm nicht. Schlimmer noch, er wird von einer gewaltigen Welle überrascht und ins Meer gerissen. Verzweifelt versucht die Crew ihn zu retten, doch sie werden es nicht schaffen. Die stürmische See reißt Karl August Winke diesen Matrosen mit sich. Vor allem Amundsen war daraufhin tief betroffen. Immer wieder hatte er gesehen, wie sein norwegischer Kollege vergaß, sich mit einem Seil zu sichern, und immer wieder hat er ihm das nahegelegt, das doch zu tun, aber scheinbar nicht häufig genug. Kurz darauf ließ der Sturm dann auch wieder nach und das Schiff kam zur Ruhe und auch das Speigat konnte dann befreit werden. Aber dieses Ereignis hatte nochmal allen auf fürchterliche Art und Weise klargemacht, dass sie sich in einer tödlichen Umgebung befanden, die nicht umsonst bis dato von nur wenigen Menschen aufgesucht worden war. Ja.
Wenig später erblicken sie dann die ersten Inseln vor Graham Land und die atemberaubende Fauna in dieser Gegend. Neben den Sturmvögeln sind es natürlich vor allem die Pinguine, die sie begeistern und die so süß und so menschenähnlich durch die Gegend watscheln. Einen machen sie sogar zu ihrem Haustier, was für den Pinguin aber eher, ja, so etwas wie Tierköhlerei ist. Hm. Sie nennen ihn Bebe. Und dieser Bebe wurde neben der Katze, denn inzwischen war nur noch eine Katze am Leben, ein beliebtes Haustier. Was ist mit der anderen Katze passiert? David, da musst du dich selber auf die Suche begeben, was mit dieser Katze passiert ist. Ich weiß es nicht. Okay. Ich nehme aber an, sie hat es dann doch nicht so lange ausgehalten. Ja, ist vielleicht auch für Katzen, wollte ich gerade sagen, auch in den sehr südlichen Gefilden nicht der optimale Lebensraum, muss man sagen. Schade, ja. Ich bin ja großer Katzenfan und finde so Schicksale immer sehr spannend, wenn Tiere mit dabei sind. Das ist natürlich, ja, ich drücke jetzt die Daumen, dass wenigstens die andere Katze überlebt, ich sag's mal so. Ja, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Pinguine, die sie eigentlich so süß finden, dass sie die bald auch für ihre Forschungszwecke, ja, wie soll man sagen, ja, auseinandernehmen bzw. sezieren. Und wenig später dann auch verspeisen. Das fällt der Crew aber extrem schwer. Aber so weit sind wir noch nicht. Eine wichtige geologische Erkenntnis war, dass es sich bei der Antarktika um einen richtigen Kontinent handelte, also um eine feste Landmasse. Das fanden sie auch dadurch heraus, dass Cook und Amundsen gemeinsam auf einen hohen Gletscher kletterten und weite Sicht auf das im Westen liegende Graham Land hatten. Und so konnten sie das eben nochmal untermauern. Ansonsten wurden vor allem Gesteinsproben genommen und da wurde dann der Rückschluss gezogen, dass es sich hierbei um eine feste Landmasse handeln musste. Aha. Dann segelten sie weiter in Richtung Süden, denn de Gerlach wollte ja noch Victoria Land im Süden der Antarktis erreichen. Aber mit jedem Tag, der verstrich, wurde zumindest de Gerlach und seinem Kommandanten klar, dass sie das nicht schaffen würden. Sie hatten viel zu viel Zeit auf der Hinreise verplempert. Die Frage also war, was sollten sie tun? Zurück und einen neuen Anlauf starten oder weiter Richtung Süden segeln und sich der Gefahr stellen, vom Packeis eingeschlossen zu werden? Ich denke, für viele von uns wäre die Antwort auf diese Frage ziemlich klar und auch die meisten Crewmitglieder sehen das wahrscheinlich ähnlich und wären dafür gewesen, jetzt wieder zurückzukehren. Ja. Doch Gerlach fürchtet das Urteil der belgischen Presse. Wenn er schon nicht Victoria Land erreichen kann, dann soll er zumindest der Erste sein, der einen Winter in der Antarktis überlebt. Also gibt er den Befehl, weiter in den Süden zu segeln, bis das Packeis, durch das sie fahren, immer dicker und dicker wird und auch ja, die grollenden und knarzenden Geräusche, die es jetzt auch beim Aufprall auf das Schiff macht, immer lauter und lauter werden. Am 5. März ist es dann soweit. Die Segel sind aufgerollt, das Schiff rührt sich nicht vom Fleck, trägt de Gerlach in seinem Logbuch ein. Von diesem Tag an steckt die Belgica endgültig fest. Mhm. Und auf die Mannschaft der Belgica wartet der antarktische Polarwinter. Nahezu alle Matrosen und Wissenschaftler an Bord sind geschockt, als es soweit ist. De Gerlach hatte ihnen doch felsenfest versprochen, dass es niemals so weit kommen würde. Aber es brachte ja eben doch nichts. Die Entscheidung war nicht rückgängig zu machen und irgendwie mussten sie jetzt überleben. Immerhin hatten sie jetzt auch genug Zeit, ihren Forschungen nachzugehen. Eis- und Gesteinsproben zu nehmen, Tiere zu sezieren und Wetterdaten zu sammeln. Vor aber müssen sie sicher gehen, dass sie den eisigen Temperaturen von bis zu minus 50 Grad trotzen können. Mhm. Dafür bauen sie einen Wall um das Schiff, um dafür zu sorgen, dass sie etwas geschützt sind. Im besten Fall fällt die Temperatur unter Deck dann nicht unter 10 Grad über Null. Wenig später machen sich die Männer dann daran, zwei Hütten zu errichten. Ein Observatorium für meteorologische Forschungsarbeiten und eine Hütte, in der magnetische Messungen vorgenommen werden sollen. Anfangs also kann man sich noch gut beschäftigen, vor allem solange es noch hell ist. Doch je weniger lang die Sonne scheint, desto antriebsloser wird auch die Crew. Hm. Kälte, Wind, die lähmende Eintönigkeit, das alles belastet die Menschen bis aufs Äußerste. Sogar so sehr, dass viele Matrosen bald ihre Arbeit vernachlässigen und morgens lieber länger im Bett liegen bleiben, als zu arbeiten. Nur einen gibt es, der sich Eigenaussagen zufolge pudelwohl fühlt in dieser Situation. Okay. Und das ist natürlich Roald Amundsen. Ah. Bereits als 24-Jähriger weiß er, dass er einmal der größte Polarforscher der Geschichte werden will. Und dafür war diese Unternehmung der perfekte Test. Mhm.
Ob er das in diesem Moment wirklich gedacht hat oder in diesen Tagebüchern nur so äußert, ja, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall soll er deutlich besser mit der Situation umgegangen sein als viele andere. In seinem Kopf war dieser Überlebenskampf fast sowas wie eine Art moderner Survival-Kampf geworden. Das ist ja bei uns hier bei Fernsehshows oder YouTube-Shows ganz beliebt heute. Das ist aktuell sehr beliebt, ja. Genau. Und so ähnlich war es wohl auch für Roald Amundsen, der dabei eben völlig ausblendete, dass er sich in Lebensgefahr befand. Der Gerlach befürchtete währenddessen einen erneuten Zusammenbruch der Disziplin. Doch er hatte die letzten Wochen bemerkt, dass vor allem Dr. Cook es verstand, die Moral der Besatzung aufrechtzuerhalten. Deshalb entschied er sich jetzt dafür, ihm die Verantwortung über die Männer und damit auch die Verantwortung über diese ganze Unternehmung zu überlassen. Und das nicht zuletzt auch deshalb, weil Dr. Cook ja schon mal einen Überlebenskampf gegen den grönländischen Winter gewonnen hatte. Und der Schiffsarzt, der nahm sich bei den Untersuchungen der Männer auch immer sehr viel Zeit, stellte viele Fragen und wollte einfach wissen, wie es den Männern geht, wie sie sich fühlten und was sie brauchten. Und alleine dieses Zureden, dieses Fragenstellen, allein das machte Dr. Cook auch an Bord schon sehr beliebt. Und deshalb war es eben auch der richtige Mann, um jetzt eben ja zu schauen, dass man die Moral möglichst hoch hält, ja, bei der Besatzung. Bei den Antworten, die Crewmitglieder gaben, waren übrigens zwei Dinge sehr auffällig, wie er auch festgehalten hat. Einmal fehlte ihnen wohl schmerzlichst die Gesellschaft von Frauen. Andererseits waren sie mit dem scheußlichen Dosenfutter unzufrieden, von dem ein belgischer Geograf bereits schwer erkrankt war. Ah. Sie wollten nämlich endlich mal was Frisches essen, also vielleicht auch ein paar Karotten oder Tomaten. Und nicht gerade förderlich für die Ernährung war auch, dass die beiden Köche das Schiff in Rio und an der Magellanstraße verlassen hatten. Ah. Und der neue Koch als Novize nicht so recht wusste, wie man eigentlich kochte. Ja, das glaube ich. Ja, also Essen und Verpflegung ist ein sehr unterschätzter Faktor, glaube ich. Also wie wichtig das gerade auf längere Zeit sein kann für die Moral und für das Durchhaltevermögen der Leute, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Total, ja. Und beispielsweise soll das Pinguinfleisch, das er zubereitete, so scheußlich gewesen sein, dass kaum einer es essen konnte, außer einer. Ja, klar, natürlich. Also der hat aber auch sich ein bisschen gefeiert eventuell danach, ne, in seinen Berichten. Der hat einfach alles weggesteckt. Okay. Er schrieb in sein Tagebuch dann später, dass das Essen in jeder Hinsicht hervorragend war und Pinguinfleisch ja das Beste überhaupt ist. Ich hoffe, der hat nicht die Katze verspeist, ne? Also dann, naja, das werden wir wohl nie erfahren. Dann hast du ein persönliches Problem mit ihm, glaube ich, ja. Ja. Wichtig war auf jeden Fall, dass man sich jetzt bei dieser Expedition oder jetzt eben auf der Antarktis sich irgendwie beschäftigte. Und so versuchte ein Matrose, die Menge mit Karikaturen zu unterhalten. Ein anderer organisierte einen Schönheitswettbewerb mit Frauenbildern, die aus Zeitungen ausgeschnitten waren. Und noch ein anderer erzählte andauernd irgendwelche Witze, die sie bald zum 50. Mal gehört hatten. Mhm. Aber das Ganze funktioniert eben doch nicht so gut. Also es ist eben doch schwierig, sich so zu beschäftigen, dass man eben vergisst, in welcher Situation man sich gerade befindet. Und vor allem dann, als am 17. Mai die Sonne nicht mehr aufgeht. Mhm. Dann wird die Stimmung wirklich, ja, wirklich schwermütig, kann man eigentlich sagen. Also diese Dunkelheit, die drückt so richtig auf das Gemüt. Und auch die Geräusche, die sie hören. Also es ist immer dieses grollende Geräusch vom Eis zu hören, das mal aufbricht, dann mal wieder sich zusammenzieht. Und natürlich auch die Einsamkeit, die Männer psychisch, aber auch physisch zu schaffen macht. Ist denn das Packeis auch eine Gefahr? Also das Schiff liegt ja im Packeis, nehme ich an, dass es das Schiff irgendwie bedroht, zerdrücken könnte oder so? Die Gefahr gibt es tatsächlich auch immer. Allerdings, also vor allem hören sie eben diese Geräusche, wenn sich das Eis zusammenzieht und wieder festdrückt. Allerdings ist es irgendwann so tief drin in dem Packeis, dass sich eigentlich das Packeis da irgendwie nicht noch durchbohrt. Was allerdings mal passiert ist, dass es mal ganz kurz aufklafft, sie ganz kurz im Wasser sind und dann sofort wieder zuzieht. Ah, okay. Sodass sie immer wieder kurz Hoffnung haben, vielleicht können sie sich doch früher als gedacht fortbewegen und dann ist aber sofort wieder das Eis da. Okay. Aber das Schiff an sich ist tatsächlich stabiler, auch als es die Gerda vermutet hatte. Immerhin, ja. Ja. Ja, und bis die Sonne im Juli wieder aufgehen würde, mussten sie noch so einige Tage jetzt in dieser Finsternis verharren. Also es waren ja über 2 Monate.
Einer der Crewmitglieder, der belgische Geograf Emile Danco, war inzwischen so schwer erkrankt, dass er sich nicht mehr bewegen und nichts mehr essen konnte. Dr. Cook stellte bald fest, dass er an einer Herzerkrankung litt, die er nahe des Südpols unmöglich behandeln konnte. Hm. Und deshalb stirbt der Geograf am 4. Juni. Und so langsam beginnen sich die Männer auch zu fragen, wer als nächstes dran ist, wer als nächstes sterben wird. Diese Sorge schreiben sie tatsächlich auch so in ihre Tagebücher. 22 Tage später hat die Crew dann ihr nächstes Opfer zu verzeichnen und es ist die Katze, Nancy. Hm, die zweite letzte. Katze. Okay. Für die Männer und Cook war auch das ein schwerer Schlag, denn damit war das einzige Quäntchen Sentimentalität weit und breit gestorben, schreibt Cook. Ja. Doch nicht nur die Physis, sondern eben auch die Psyche leidet in dieser unendlichen Dunkelheit. Nachts hört man Schreie, tagsüber rennen manche Männer wild umher, andere hören auf zu sprechen, mitten in einem Satz oder bewegen sich nicht mehr und starren nur noch in eine Richtung. Wir befinden uns in einem Irrenhaus, ist sich der polnische Geologe deshalb sicher. Ein Irrenhaus am Südpol, könnte man sagen. Amundsen und Cook waren ja eine der wenigen Männer, die alles dafür taten, bei Verstand zu bleiben. Für Amundsen fühlte sich ja sowieso eher so an wie so eine Feuertaufe, wie ein Test. Und er war ja vom Polarfieber jetzt richtig angesteckt. Cook sorgte sich währenddessen vor allem um seine psychisch labilen Kameraden. In Grönland hatte er schon einmal erlebt, dass die Dunkelheit die Menschen quält. So schlimm wie hier hatte er die Krankheit, die er als Polaranämie bezeichnet, allerdings nicht in Erinnerung gehabt. Bereits damals hatte Cook vermutet, dass das Fehlen der Sonne die Ursache für das veränderte Verhalten war. Und er musste jetzt was unternehmen, ansonsten würden mehr Männer sterben, da war er sich ganz sicher. Kurzerhand entschließt er sich deshalb, die am schwersten betroffenen Besatzungsmitglieder zu behandeln. Sie sollen sich jetzt nackt vor einem brennenden Holz- oder Kohlenfeuer stellen und auf das helle Licht starren. Aha. Ja, und damit haben wir die zweite Frage aufgelöst. Ja. David? Und da lagst du richtig. Ja, und irgendwie hatte ich mich an den Teil der Geschichte ganz gut erinnert. Ich weiß nicht, ob ich da mal auf der Wikipedia-Seite unterwegs war, als ich das auch mal recherchiert habe. Mhm. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben, weil es eben, ja, eine anscheinend effektive, das wirst du ja wahrscheinlich gleich noch sagen, aber etwas unkonventionelle Methode ist der Behandlung, würde ich sagen. Also fand ich ganz interessant, dass er sich diesen Einfall hat irgendwie ja zukommen lassen. Ja, und ganz kurz dazu, genau. Also Cook hoffte, dass er damit die fehlende Sonne eben imitieren konnte. Ja. Und tatsächlich war es so, dass die Stimmung der Betroffenen sich danach besserte und auch einige ihrer körperlichen Symptome zumindest gelindert werden konnten. Ja, vielleicht hat er damit irgendwie die erste Tageslichtlampe der Geschichte irgendwie erschaffen. Und ja, damit gar nicht so weit weg. Ja. Denn ja, entscheidend bei dieser Kur war das Licht, also eigentlich nicht die Wärme. Das war sein Fazit. Und Cooks Behandlung ist damit auch das erste überlieferte Beispiel für eine Lichttherapie, wie sie heute bei Winterdepressionen und ähnlichen Zuständen häufig auch eingesetzt wird. Ja, genau das meine ich ja. Tageslicht, Dusche oder Lampe, genau. Das kann man morgens schön anmachen. Oder man setzt sich vor einen Kohleofen, gut zu wissen. Ja, aber das Licht war eigentlich nicht so hell, also eigentlich auch nicht hell genug, um ja den Behandlungserfolg jetzt darauf zurückzuführen, beziehungsweise ist eigentlich schwierig. Ja. Und wahrscheinlich war es einfach Cooks Fürsorge und seine positive Einstellung, sein Zureden, die der Psyche und damit auch der Physis der Crew gut getan hat. Mhm. Und womöglich auch die Wärme eben des Ofens. Ja, und mit seiner Art, also mit Dr. Cooks Art und mit ausreichend Robbenfleisch, ganz wichtig, bekämpft Cook dann sogar erfolgreich auch die bald um sich greifende Skorbut-Krankheit. Ah, okay. Denn er hatte von den grönländischen Inuit gelernt, dass das Robbenfleisch dabei half, diese Krankheit, die auf Mangelernährung oder zu einseitiger Ernährung zurückzuführen war, zu bekämpfen. Ah ja, okay, dann würde das ja vielleicht meine Frage auch beantworten. Dann hatten sie offensichtlich kein Obst und Gemüse dabei. Um diesen Vitamin-C-Mangel ist es ja, ne, der Skorbut auslöst. Genau. Ja. Der Skorbut auslöst, zu bekämpfen und haben auf eine einheimische Methode zurückgegriffen. Das ist natürlich schlau, also das in Erfahrung zu bringen und das anzuwenden. Ja, auf jeden Fall, genau. Also da profitiert er davon, dass er eben einige Jahre zuvor in einer ähnlichen Situation war. Okay, ja. Am 22. Juli 1898 hatten sich alle Besatzungsmitglieder ein schönes Plätzchen auf dem Schiff oder in der Umgebung gesucht. Cook und Amundsen waren natürlich wieder auf einen Berg gestiegen. Denn was stand vielleicht an, David? Was vermutest du? Licht, also das Tageslicht kam zurück. Sonne.
Nach über 2 Monaten ließ sich die Sonne wieder blicken. Ah, ja. Das hofften sie zumindest, so hatten sie es berechnet. Und sie sollten auch recht behalten. Wir hätten es nicht in Worte fassen können, dieses überschwängliche Gefühl von Erleichterung, schreibt Cook zu diesem Moment, als die Sonne sich kurz hinter dem Horizont blicken lässt, nur für ein paar Minuten, ein buntes Farbenmeer auf die Eiswüste wirft und dann wieder verschwindet. Und ja, jetzt gilt es, den Aufbruch vorzubereiten, denn alle wussten, dass ihr Überleben davon abhing, ob sie das Schiff in diesem Sommer frei bekamen oder nicht. Mhm. Sie wollten ja keine zweite Franklin-Expedition werden. Doch das Frühlingswetter der Antarktis spielte nicht mit, überhaupt nicht, denn es waren weiterhin minus 40 Grad und es sah nicht so aus, als ob jetzt das Packeis brechen würde oder schmelzen würde. Tonit, das war das, was sie jetzt brauchten, ein Sprengstoff, mit dem das Packeis gesprengt werden sollte. Ah ja. Ja, hier fällt der Begriff Tonit schon. Die Frage löse ich aber noch nicht auf. Ach so. Ja, wir brauchen da noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Na gut. Aber du bist schon ganz nah dran. Ich bin schon ganz heiß auf die Antwort, ja. Aber die ersten Versuche mit diesem Tonit, die scheitern ziemlich kläglich, obwohl sie 300 Stangen davon benutzen. Und zwar nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil die Explosion nur einen kleinen Krater in der Eisschicht hinterlässt. Die Belgica wäre von dieser Menge übrigens in Stücke zerrissen worden. Das war natürlich ein herber Rückschlag, denn wenn das Wetter jetzt nicht mehr mitmachte, war ein Ausbruch fast aussichtslos. Inzwischen war der Kapitän an Skorbut erkrankt, unter anderem auch, weil er sich weigerte, Robben- oder Pinguinfleisch zu essen. Sodass jetzt vor allem Amundsen und Cook das Ruder an sich rissen. Bereits im Oktober wurden dann erste Wassermassen sichtbar, aber das Schiff blieb weiter im Packeis gefangen. Weihnachten 1898 waren sie dann immer noch eingeschlossen und für die Männer der Baltica gab es nicht mehr richtig viel, worauf sie jetzt hoffen konnten. Cook, der wusste, dass eine zweite Überwinterung tödlich sein würde, machte seinen Kameraden jetzt wütend klar, dass sie sich jetzt einen Plan überlegen mussten, wie sie jetzt dem Packeis entkommen konnten. Und die Crew war daraufhin ja ganz aufgeregt oder aufgeschreckt, weil sie ja Cook noch nie so erlebt hatten. Und sie mussten jetzt irgendwas tun, um wieder auf das offene Meer rauszukommen, das sich nördlich und westlich von ihrer Eisscholle befand. Cook schlug dann vor, eine Fahrrinne zu sägen und zu schlagen, durch die sich das Schiff dann wie in einem Kanal zum offenen Meer kämpfen sollte. Und da niemand eine bessere Idee hat, war es genau das, was jetzt gemacht wurde. Und damit hast du die Frage richtig beantwortet. Das freut mich natürlich. Sehr gut. Ja. In 2 Schichten wurde jetzt nonstop Schnee abgetragen und Eis gesägt, bis eine immer größere Fahrrinne entstand. Und die Anstrengungen, die sie dabei unternommen haben müssen, die müssen eigentlich unvorstellbar gewesen sein. Also es gehört wirklich zu den ja wahrscheinlich unglaublichsten ja, anstrengenden Bemühungen, die es so gegeben hat. Ja, ich will jetzt nicht ganz übertreiben, aber vielleicht anders als zum Beispiel die Nazca-Linien, also auch vermutet hatte. Das ist jetzt ein sehr gewagter Vergleich. Es sind ja auch nur 19 Leute oder jetzt weniger als 19. Ja, aber ja, okay. Sind ein paar noch krank, genau. Ja. Lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Also okay. Die vielleicht gewagteste Anstrengung der Menschheitsgeschichte, würdest du sagen. Interessant. Ja, würde ich schon sagen. Also gewagt auf jeden Fall, aber vor allem auch alternativlos. Ja. Und also ich bin schon davon überzeugt, dass das wirklich eine große Anstrengung war. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Und jetzt, wo es wärmer wurde, denn es wurde jetzt auch wärmer, war das Packeis auch nicht mehr so dick. Und die Wirkung des Sprengstoffes wurde jetzt immer besser. Endlich konnten sie sich jetzt diese zunutze machen, denn vorher, als es kälter war, da hat es auch diese Wirkung des Sprengstoffs verringert. Es war allerdings wichtig, dass sie jetzt den Sprengstoff nicht zu nah am Schiff anbrachten, denn sonst wäre es ganz schnell vorbei gewesen. Dann am Vormittag des 12. Februars spüren sie erstmals, wie das Schiff vom Meer angehoben wird. Das Packeis scheint also nicht mehr so dick zu sein, aber es ist immer noch so dick, dass es das Schiff einfach nicht loslässt. Und inzwischen steht auch der antarktische Winter vor der Tür. Sie müssen sich jetzt also beeilen und alles auf eine Karte setzen. Le Quant, der quasi nebenberuflich Sprengstoffbeauftragter ist, bringt an diesem Vormittag deshalb hastig die Sprengstäbe im Eis an. Kurz nachdem er die Zündschnur entfacht und sich in Sicherheit gebracht hat, detoniert dann das Tonit. Und die Detonation erschüttert das ganze Schiff und lässt sogar Fensterscheiben barsten. Doch der Rumpf bleibt glücklicherweise unversehrt. Ja, und das Packeis, darauf starrt jetzt die gesamte Crew. Und tatsächlich ist es dann so, dass das Eis zu Pulver abstirbt und dass sich
die Belgica endlich befreien kann. Also die Bombe war perfekt kalibriert gewesen und zum ersten Mal seit März 1898, also fast ein Jahr später, konnte das Schiff dann Segel setzen. Aha. Immer wieder mussten sie sich dann freikämpfen, auch weil die Fahrrinne, die sie vorher mühsam gesägt oder zerhackt hatten, sich immer wieder verschloss. Doch dann am 14. März 1899 um 2 Uhr nachmittags war es endgültig geschafft. Auf Nimmerwiedersehen ließ die Crew das Ende des nördlichsten Meereises hinter sich zurück. Mhm. Gerade noch so waren sie einem zweiten antarktischen Winter entkommen, also sozusagen dem Tod von der Schippe gesprungen. Und am 28. März war die Crew, die inzwischen wirklich völlig verwahrlost war, wieder zurück in Punta Arenas in der Magellanstraße in Chile. Dort trennten sich dann die Wege der Besatzung. Adriano Gerlach kehrte mit einer stark dezimierten Besatzung nach Belgien zurück, wo er begeistert empfangen wurde und seine Heldengeschichte erzählen sollte. In Zukunft sollte er die Regierung in Marinefragen beraten. Cook und Amundsen verabschiedeten sich herzlich und versprachen, sich wiederzusehen, wenn nicht in Norwegen oder in New York, dann vielleicht in irgendeinem fernen, eisigen Winkel der Erde. Mhm. Cook geriet in der Folge allerdings auf die falsche Bahn. Gab vor, den Nordpol erreicht zu haben, obwohl das ja nur vorgetäuscht war, und wurde dann schließlich im April 1923 wegen Betrugs in mehreren Fällen angeklagt und kam dafür für 14 Jahre ins Gefängnis, von denen er 5 Jahre büßen musste. Und Amundsen, ja, der wurde eben Amundsen, mehr brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht zu sagen, beziehungsweise mehr sagen wir auf jeden Fall in der Folge zur Eroberung des Südpols, zum Wettrennen, richtig? Genau. Unter anderem, ja. Am 19. Januar 1926 saßen die beiden Weggefährten und Freunde nebeneinander auf einer Bank im Gefängnis von Leavenworth und unterhielten sich über die alten Zeiten und das schwere Los, immer in der Öffentlichkeit zu stehen. Zum Abschied sagte Amundsen, ich wünsche, Sie könnten uns auf unserer nächsten Flugreise begleiten. Bei dieser wollen wir den Pol überfliegen. Es ist die Reise an Bord des Luftschiffs Norge unter Umberto Nobile. Und beim Versuch, das Leben des italienischen Luftschiffpioniers zu retten, sollte Amundsen 2 Jahre später sterben. Ja. Auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Mit der Belgica-Expedition kamen eine Vielzahl unbekannter Pflanzen- und Gesteinsarten nach Europa. Außerdem wurden erstmals die Strömungsverhältnisse an der antarktischen Küste untersucht und die Westküste der Antarktis wurde umfassend kartografiert. Dank Dr. Cook entstanden außerdem die ersten Fotos aus der Antarktis. All diese Daten kamen dann auch den späteren Expeditionen zugute, wie denen von Ernest Shackleton oder Robert Falcon Scott. Hm. Dazu aber auch vielleicht irgendwann an anderer Stelle mehr. Und damit ist die Geschichte über die Belgica-Expedition auch zu Ende. Ja. Dann vielen Dank für diese Geschichte, die uns wieder einmal in sehr kalte Gefilde geführt hat. Wir waren im Süden ja schon mal, ganz im Süden, dann im Norden und jetzt sind wir wieder da. Es ist auch faszinierend zu sehen, wie viele Expeditionen es quasi gebraucht hat, ne, um sich jedes Mal so ein bisschen weiter vorzukämpfen und auch neue Meilensteine abzuhaken. Also diesmal eben diese erste Überwinterung im antarktischen Winter. Das ist schon verrückt und natürlich mussten auch einige Menschen und, wie wir gehört haben, auch Tiere dafür immer wieder ihr Leben lassen. Und wir müssen ja auch sagen als Fazit, dass diese Expedition noch eine der glücklicheren war, ne? Die zum Großteil gut verlaufen ist. Und ich glaube, wir können als Fazit sagen, dass das auch an den Verantwortlichen lag, die gute Entscheidungen getroffen haben. Ja, und, auf jeden Fall. Ja, ihre Crew gut betreut haben, auch mit etwas unkonventionellen Methoden wie diesem ja, Feuerbad da vor dem Ofen. Das stimmt, ja. Also sehr, sehr spannend. Barkur oder Feuerkur. Ja, ja, also vieles ist eben dann doch noch glimpflich ausgegangen. Also alles hat auch nicht super funktioniert. Hm. Aber ich glaube, das ist sowieso selten der Fall bei so Expeditionen zu dieser Zeit. Ja. Aber man hat dann eben richtig reagiert und vor allem 1-2 Männer gehabt, die dann im richtigen Moment sozusagen auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, wir müssen jetzt was tun, wenn wir überleben wollen. Ja. Und die dann auch den Respekt eben der Männer hatten, ja. Ja, also auf jeden Fall Pioniere und das in einer Zeit, die auch wirklich ja ganz besonders ist. Also diese paar Jahrzehnte, Ende des 19. und dann Anfang des 20. Jahrhunderts sind ja echt einzigartig. Mhm. Also rund um diese Royal Geographic Society, aber auch die verschiedenen Nationen, was da alles an ersten Schritten gegangen wird, wie gesagt, ist verrückt. Und auch diese Flecken, die es danach ja nie wieder gibt, die eben noch zu entdecken sind.
die werden ja eigentlich alle auch erschlossen dann im Laufe der nächsten Jahre. Also ganz spannende Zeit, aus der wir natürlich noch einige Geschichten auch übrig haben. Auf jeden Fall. Und zu der gibt es bestimmt viele Details auch, also zu unserer Belgica-Expedition. Du hast ja auch von den Fotos erzählt. Mhm. Kann man die sich irgendwie angucken? Sind die leicht zu erreichen? Ja, also nicht alle natürlich, aber ein paar sind, wenn ich es richtig weiß, auch auf der Wikipedia-Seite, also öffentlich zugänglich sozusagen. Und auch sonst findet man im Internet einige Bilder von dieser Expedition, die ja das Ganze auch sehr schön veranschaulichen, dieses Leben dort in der Antarktis. Das würde mich sehr interessieren, ja. Ja, da auf jeden Fall kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir werden ja auch noch auf Instagram ein paar Bilder dann nochmal verlinken, nochmal zeigen. Mhm. Und genau, dann komme ich zur Literatur beziehungsweise zu den Quellen. Ja, bitte. Also ja, zentral für diese Geschichte sind natürlich die Tagebücher, die geschrieben worden sind, unter anderem von ja Cook, aber auch Amundsen vor allem. Und ein Autor hat ja diese ganzen Quellen, die es dazu gibt, ganz gut zusammengeschrieben, da eine wirklich schöne Geschichte draus gemacht, auch nochmal mit den Nachfahren gesprochen und das Ganze historisch aufbereitet. Und dieser Herr heißt Julian Sancton und das Buch heißt Irrenhaus am Ende der Welt. Die Reise der Belgica in die dunkle antarktische Nacht. Das ist ein sehr guter Titel. Den sollten wir eigentlich vielleicht klauen für unsere Folge oder für andere Ideen. Der ist sehr eindrücklich. Finde ich auch, ja. Cool. Ja, man muss mal überlegen, ob wir das machen können oder nicht. In jedem Fall würde ich jetzt an dich übergeben, David, wenn du noch Kraft hast, jetzt noch unser Outro zu sprechen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, meine etwas angeschlagene Stimme noch einmal zu benutzen. Danach gehe ich einfach ins Bett. Sehr gut. Aber das schaffe ich noch. Also wie das bei uns immer ist, sagen wir am Ende noch was dazu, wie ihr uns erreichen und unterstützen könnt, wenn euch diese Folge gefallen hat und unsere anderen Folgen hoffentlich. Also ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns einfach zu schreiben per Mail. Ist es immer eine gute Idee, einfach an unsere E-Mail-Adresse kontakt@histogo.de oder ihr geht auf unsere Webseite histogo.de und schreibt da über das Kontaktformular. Ihr könnt uns natürlich aber genauso gut auch über unsere sozialen Medien erreichen, also vor allem Instagram, aber auch Twitter und YouTube. Da freuen wir uns über Kommentare von euch und über Likes und Retweets und so weiter. Und da laden wir auch immer Content hoch natürlich zu unseren Folgen. Dann könnt ihr auf unserer Website uns auch noch ganz direkt unterstützen, indem ihr zum Beispiel uns eine Spende zukommen lasst. Das geht über PayPal oder über eine Banküberweisung. Das ist für uns sehr praktisch, um Literatur, Technik und andere Abonnements zum Beispiel zu finanzieren und unseren Podcast am Laufen zu halten und zu verbessern. Oder ihr kauft euch Merchandise, also zum Beispiel ein Pullover oder eine coole Cappy. Das haben wir alles im Angebot mit unserem Histogo-Logo, das unterstützt uns natürlich auch. Und ihr könnt uns natürlich überall dort, wo ihr uns gerne hören wollt, also zum Beispiel auf den großen Plattformen Apple Podcasts oder Spotify, auch sehr gerne bewerten und vielleicht eine Bewertung schreiben. Das hilft natürlich auch sehr, erhöht unsere Sichtbarkeit und ihr könnt natürlich geben, was ihr wollt, aber 5 Sterne sind da auch immer sehr gern gesehen auf unserer Seite. Das freut uns natürlich. Ja, und da wollen wir uns auch dieses Mal ganz herzlich bedanken bei allen, die das getan haben und uns damit sehr helfen und uns sehr motivieren. Vielen, vielen Dank an alle Einzelnen unter euch. Ja, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt ja 10 Tage Zeit, um mich wieder voll fit zu bekommen. Und ich glaube, das kriege ich auch hin, weil ich glaube, die schwerste Phase habe ich schon wieder überstanden. Deswegen konnten wir heute auch aufnehmen, aber vor allem dank dir, Victor. Also nochmal vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ich drücke dir auch die Daumen, dass du gesund wirst. Yes, und ich glaube, in 10 Tagen bin ich ziemlich zuversichtlich, vor allem, weil ich die Folge quasi schon vorbereitet habe, weiß also schon, was da kommen wird und glaube, dass dich das sehr interessieren wird, Victor, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Sehr schön. Ein bisschen mysteriös, ein bisschen spannend. Und das hört ihr dann in 10 Tagen. Also bleibt bis dahin hoffentlich gesünder und fitter als ich. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.